Der Europäische Gerichtshof erklärte am gestrigen Donnerstag die spanische Praxis von Zwangsräumungen für rechtswidrig. Um über dieses Urteil zu sprechen, sind wir jetzt telefonisch verbunden mit unserem RDL-Spanien-Korrespondenten Ralf Streck. Ja, Ralf, rechtswidrig wurde erklärt, die Verbindung von der Praxis der Zwangsräumung mit der Praxis Wohnungen über Hypothekenverträge zu finanzieren. Und dort ging es dann um missbräuchliche Klauseln in diesen Hypothekenverträgen. Ralf, aber man merkt, ich stochere da noch ein bisschen im Nebel. Was wurde denn genau jetzt vom Europäischen Gerichtshof dort gestern für illegal erklärt? Naja, schön wäre ja, wenn der Gerichtshof erklärt hätte, was man hätte aus dem lesen können, was du gesagt hast, dass Wohnungen über Hypotheken finanziert werden. Das wäre natürlich eine schöne Sache, wenn man die Wohnungen von staatlicher Seite frei zur Verfügung gestellt kriegen würde. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir befinden uns ja immer noch in einem kapitalistischen System. Nein, der Europäische Gerichtshof hat einfach die Art, wie diese Verträge in Spanien gestaltet sind, also völlig rechtsmissbräuchlich, kritisiert. Und zwar, die sind rechtsmissbräuchlich auf allen Ebenen. Wir hatten da immer schon mal wieder drüber gesprochen. In dem Fall, da geht's um einen Menschen aus Katalonien, der wurde 2011 aus seiner Wohnung geschmissen. Der hat dagegen geklagt, und zwar aus mehreren Gründen. Na gut, der konnte natürlich schon noch irgendwie einsehen, wenn man so in der kapitalistischen Logik denkt, dann ist es ja schon einsehbar für die meisten Leute, dass wer seinen Kredit nicht mehr abbezahlt, die Bank dann irgendwann mal sagt, naja, also irgendwie, das wird ja nichts mehr. Wir gucken irgendwie, dass wir mit der Wohnung irgendwas anstellen. Das hat in Spanien das Problem, dass wenn jemand dann da aus so einem Grund aus seiner Wohnung geräumt wird, zur Folge hat erstens, dass er gar keine Wohnung mehr hat. Und das verstößt, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das verstößt in Spanien eigentlich gegen die Verfassung. Denn Artikel 47 ist eine menschenwürdige Wohnung garantiert. Das heißt, also wenn man die Leute schon rausmacht, müsste man ihnen irgendwie eine Sozialwohnung anbieten können. Macht Spanien nicht. Das andere ist, worauf sich der Europäische Gerichtshof eher bezogen hat, ist, dass zusätzlich noch in diesen Kreditverträgen so aberwitzige Klauseln stehen, dass der da rausgeschmissen wurde aus der Wohnung, auf einer riesigen Restschuld sitzen bleibt. Das heißt, die Banken machen das gewöhnlich so, dass sie, wenn man sich in Spanien eine Wohnung kauft, dann kommt da so ein offizieller Schätzer, der sagt dann, naja, diese Wohnung, und das war natürlich zu den Zeiten der Immobilienblase völlig überhöhte Preise, dann sagt der Schätzer, naja, diese Wohnung, also sagen wir mal eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Madrid, 50 Quadratmeter, ist 250.000 Euro wert. Jeder normal vernünftig denkende Mensch würde sagen, das ist völlig überteuert. Die Schätzer haben das damals für die Banken so geschätzt. Die Banken haben aufgrund dieses Schätzwerts die Kredite ausgereicht. Dann platzte die Immobilienblase, wie erwartbar war. Dann sind natürlich die Preise für Immobilien in den Keller gerauscht. Dieselbe Wohnung, die Leute zum Teil für 200.000, 250.000 gekauft haben, ist heute noch nicht mal für 60.000, 80.000 absetzbar. Das heißt, es kommt dann zur Räumung, es kommt zur Zwangsversteigerung. Bei der Zwangsversteigerung ist niemand, das steigert niemand. Und das bedeutet dann, dass die Bank die Wohnung übernimmt. Und die übernimmt sie aber nur zur Hälfte des Schätzwertes, der einst von ihr vorgegeben, also einst von ihrem, wie nennt sich das, Schätzer vorgegeben wurde. Und das heißt, der Mensch, der hat nicht nur seine Wohnung verloren, weil er keinen Job mehr hatte und die Kredite nicht mehr bezahlen konnte, sondern er hat auch noch eine Riesenschuld am Bein. Und das macht jede Möglichkeit für die Leute unmöglich, irgendwie nochmal neu anzufangen. Sobald die wieder mal einen Job finden würden, wird sofort alles gepfändet. Und das ist natürlich, und da gibt's noch mehr Klauseln in diesen Verträgen, die sind aberwitzig. Das fängt auch schon eigentlich bei den Verträgen in Spanien an, dass die Kredite kurzfristig an variable Zinsen gebunden sind. Das hat in der Immobilienblase unglaublich vielen Leuten das Genick gebrochen, weil die sind an den Interbankenzinssatz Euribor gebunden. Das heißt, wenn sich die Banken wie Anfang
zu Beginn der Finanzkrise untereinander nicht mehr trauen. Dann steigt dieser Euribor hoch. Das ging damals auf über 5%. Der hat sich dann verdreifacht. Das heißt, das verdreifachen sich die Zinslasten für die Familien. Und das ist völlig absurd. Die Banken wälzen einfach in Spanien in diesem absurden System alle Risiken auf die Verbraucher ab. Und da hat jetzt der Europäische Gerichtshof klar gesagt, das fand ich interessant, dass es reicht. Weil seit 1993 gibt es eine EU-Norm, die den Verbrauchern gewisse Rechtsnormen garantiert. Und die werden in Spanien seit 1993 mit Füßen getreten. Was bedeutet dieses Urteil denn jetzt für die Praxis der Zwangsräumung in Spanien? Also wie viele Räumungen hängen direkt mit solchen Hypothekenverträgen zusammen, wo jetzt festgestellt wurde, dass sie rechtswidrige Klauseln beinhalten? Die Mehrzahl. Die Mehrzahl in Spanien ist ja das traditionelle System eher das, das gekauft wird. Mieten ist jetzt erst im Laufe der Finanzkrise aufgekommen, einfach deshalb, weil die Wohnungen nicht mehr verkäuflich sind. Die Banken geben den Leuten keine Kredite mehr. Das heißt, alle die aus ihren Wohnungen rausfliegen, die müssen natürlich irgendwie gucken, dass sie irgendwo unterkommen und großenteils zur Miete. Deswegen hat sich das in den letzten 4 Jahren ein bisschen verändert. Früher war das völlig normal. Der überwiegende Teil aller Leute hat auch mangels mietbarer Wohnung, also sozialer Wohnungsbau mit Mieten und so, das gibt es da gar nicht, haben die Leute dann Wohnungen gekauft. Das heißt, alle die jetzt in der Situation sind, dass sie da mit den ganzen missbräuchlichen Klauseln von der möglichen Räumung betroffen sind, und das sind Hunderttausende, die können jetzt zumindest erstmal aufatmen. Ein Problem, was die Richter nämlich festgestellt haben am Europäischen Gerichtshof, ist, dass noch nicht, also selbst wenn man in Spanien, man wird geräumt, man klagt gegen diese missbräuchlichen Klauseln oder gegen bestimmte Arten des Vorgehens der Banken, nicht mal ein Richter hat eine Chance, in Spanien bisher eine Zwangsräumung zu stoppen. Selbst wenn der sieht, das ist alles völlig klar, diese Verträge sind sittenwidrig, dann kann der Richter nicht hingehen, wie im Fall von diesem Menschen aus Barcelona, der kann nicht hingehen und sagen, ich tue erstmal vorläufig die Räumung stoppen, um einen schlimmeren Schaden zu verhindern. Nein, die Banken können bisher das komplett durchsetzen, und das ist so der erste Schritt, wo jetzt Spanien einfach nicht mehr weitermachen kann. Also zumindest müssen jetzt die Menschen eine Möglichkeit haben, ihren Schutz, es geht ja da, ich meine, das ist ja ganz streng kapitalistisch, auch ein Schutz des Eigentums. Die Leute haben das ja gekauft und die kriegen das abgenommen von der Bank, weil die Bank sagt, naja, du hast nicht mehr bezahlt, fertig, aus. Und da gibt es kein Gericht, das diesen Vorgang noch stoppen kann. Und da sagt halt, sagen die europäischen Richter ganz klar, also da muss mal Rechtssicherheit geschaffen werden, dass die Leute zumindest mal eine Chance haben, gegen diese Räumung vorzugehen. Dann gibt es natürlich, wenn das geschaffen ist, irgendwann ein Gericht, das feststellt, ist diese Zwangsräumung in dem konkreten Fall, okay, weil es den Normen entspricht, die Klauseln nicht zu missbräuchlich waren oder wie auch immer, und dann kann die Räumung auch durchgeführt werden. Aber das dauert natürlich jetzt erstmal. Jetzt muss man natürlich erstmal abwarten, wie die Spanier damit umgehen, weil sie haben zwar angekündigt, sie werden das umsetzen in nationales Recht. Das hätten sie eigentlich schon längst machen müssen. Die Norm besteht seit 1993. Aber es gibt auch andere Fälle, wo man immer wieder sieht, dass sie, obwohl es Anordnungen aus zum Beispiel in Luxemburg oder Straßburg gibt, Europäischer Menschenrechtsgerichtshof, der wird nächste Woche nämlich auch nochmal eine wichtige Entscheidung treffen zu Spanien, dass sie sich da einfach zum Teil drüber hinwegsitzen oder sich irgendwie versuchen, da drum rumzumogeln, weil das natürlich jetzt eine harte Nummer ist. Also ich meine, man hat damit zu tun, dass man 400.000 Familien etwa aus ihren Wohnungen geschmissen hat, und man weiß, dass viele von den Räumungen illegal waren. Du hast schon angesprochen, wir haben schon im Januar und Februar über das Thema Zwangsräumung in Spanien gesprochen. Im Januar wurde die Räumung einer Frau mit 2 Kindern unterbunden, und zwar vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Damals war betont worden, der schon von dir angesprochene Artikel 47, der das Recht auf eine menschenwürdige und angemessene Wohnung beinhaltet, und berufen haben sie sich auch auf einen Anti-Folter-Paragrafen, der menschenunwürdige Behandlung unterbinden soll. Was hat denn das jetzige Urteil auf diesen Fall für Auswirkungen, mit dem sich ja jetzt noch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof zu befassen hat?
Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Das eine hat mit dem anderen nur in der Weise zu tun, dass es in beiden Fällen um Zwangsräumungen geht. Weil es gibt natürlich auch die anderen Leute, in dem Fall diese Frau mit ihren zwei Kindern, die sollte aus ihrer, ich meine, die hat eine Wohnung besetzt, das ist noch ganz deshalb interessant, weil die hatte eine Wohnung, eine der wenigen Sozialwohnungen, die es in Madrid gibt, besetzt, weil sie von der Wohnungsbehörde, obwohl sie Kinder hat und so weiter, keine Wohnung zugewiesen hat und sie 3 Jahre lang auf der Warteliste stand und es leere Wohnungen gab. Also hat sie dann so eine Wohnung besetzt, dann kam halt die übliche Räumungsdrohung und ihr Anwalt hat es geschafft, in relativ kurzer Zeit zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte durchzudringen, weil er sagt, wie kann das sein in Spanien, dass Wohnungen leer stehen, es ein Verfassungsrecht gibt auf eine Wohnung, aber die Frau nichts gekriegt hat und da ist halt der Europäische Gerichtshof eingeschritten. Der wird sich natürlich weiter mit dem Fällen und es gibt mir mittlerweile auch noch einen zweiten Fall befassen. Das ist ein Fall von der Miete, weil eben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fordert, dass wenn jemand aus seiner Wohnung geschmissen wird, die Behörden eine Ersatzwohnung oder einen Ersatzwohnraum anbieten müssen. Weil es kann ja nicht sein, in einem angeblicher Sozialstaat nennt, dass man einfach eine Frau mit ihren zwei Kids auf die Straße setzt und dann überlässt man sie ihrem Schicksal. Und dagegen richtet sich diese Klage vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Und das sind zwei unterschiedliche Fälle, zeigen aber von der Ebene an immer so eine gewisse Struktur an, dass bestimmte Leute in Spanien ihre Rechte locker durchsetzen können und andere Leute da massiv drunter leiden und halt in dem Fall von den Zwangsräumungen von kreditfinanzierten Wohnungen halt einfach auf die Straße gesetzt werden. Und das sind halt mittlerweile 400.000, weil der Staat es nicht fertiggebracht hat, in den letzten 30, 40 Jahren irgendein vernünftiges System zu schaffen, das den Leuten einen Wohnraum garantiert. Spanien bekommt also Druck immer wieder von den europäischen Gerichten und auch auf der politischen Ebene muss sich die spanische rechtskonservative Rajoy-Regierung ja mit einer Initiative gegen Zwangsräumung auseinandersetzen. Soweit Ralf Streck, freier Journalist aus dem Baskenland und RDL-Spanien-Korrespondent.